Ja, in diesem Video geht es um die Umrechnung, und zwar zwischen der Normalform einer komplexen Zahl z gleich a plus bi in die Exponentialform z gleich r mal e hoch i mal phi. Gut, wie machen wir das? Das machen wir, indem wir uns erstmal die gaußsche Zahlenebene aufzeichnen und an der gaußschen Zahlenebene eine Formel herleiten für die Umrechnung. Da haben wir also gegeben die komplexe Zahl z gleich a plus b mal i. Das ist also diese hier. Die hat also den Realteil a, das ist dieser, und den Imaginärteil b. So, gesucht ist jetzt einmal der Betrag r, das ist ja dieser hier, und der Winkel phi. Ja, den Winkel phi kann ich auch noch eintragen. Das ist dieser Winkel hier. So, jetzt habe ich also alle Größen eingetragen. Gegeben ist also a und b, Realteil und Imaginärteil. Gesucht ist die komplexe Zahl in Exponentialform. Also gesucht ist r, der Betrag, und phi, der Winkel. Ja, fangen wir mal damit an, eine Formel für r zu berechnen. Das Dreieck ist ja hier ein rechtwinkliges Dreieck, und deshalb gilt der Satz des Pythagoras: Die Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Also a Quadrat plus b Quadrat gleich r Quadrat. Oder andersrum: r Quadrat gleich a Quadrat plus b Quadrat. Ne? Also diese Seite a Quadrat plus b Quadrat ergibt r Quadrat, weil das die Hypotenuse ist und das sind die Katheten. Das ist der Satz des Pythagoras. Gut, wir stellen die Formel um nach r. Dann erhalten wir r gleich Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Ja, und schon haben wir eine Formel gefunden, um r zu berechnen. Ja, wir wollen jetzt noch ein konkretes Beispiel rechnen. Da habe ich also gegeben, habe ich mir als Aufgabe ausgedacht, die komplexe Zahl z gleich 3 plus 4i soll umgerechnet werden in die Exponentialform, also in diese Form hier. Und wir wollen erstmal r berechnen. Die Formel kennen wir ja schon. Also ich schreibe die Formel nochmal hin. R ist gleich Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. So, jetzt setze ich da die Werte ein. Was ist a? A war der Realteil, also 3, und 3 muss ich quadrieren nach dieser Formel. Plus b Quadrat. B war der Imaginärteil, also die 4. Muss ich auch wieder quadrieren nach dieser Formel. Und da kommt dann raus, ja, 3 Quadrat, das ist 9, kann man im Kopf rechnen. 4 Quadrat ist 16, kann man auch im Kopf rechnen. R gleich Wurzel aus 9 plus 16 kann man auch im Kopf rechnen. Das ist 25, und die Wurzel aus 25 ist gleich 5. Wenn man also diese komplexe Zahl in Normalform gegeben hat, dann ist der Betrag der komplexen Zahl gleich 5. Also dieses R hier, dieser Betrag. Gut, im nächsten Video zeige ich euch, wie man auch noch Phi ausrechnet. Phi fehlt uns ja noch. Aber hier sind wir erstmal am Ende. Ihr müsst jetzt zum zweiten Teil des Videos wechseln.